Eigentlich haben wir ein grosses Interview mit diesen beiden Künstlern, Johannes M. Hedinger und Markus Kosso von Com & Com, geplant. Wir sind alle schockiert über den plötzlichen, unerwarteten Tod dieser beiden jungen Persönlichkeiten. Herr Meier, Sie haben gerade kürzlich in einem Songprojekt mit ihnen zusammen geschafft. Wie geht es Ihnen jetzt? Mir geht es sehr gut, weil ich absolut überzeugt bin davon, dass die beiden erfolgshungrigen jungen Männer ihren Tod inszeniert haben. Der Song handelt ja auch von zwei Rennfahrern, die am Höhepunkt von ihrem Erfolg den Unfalltod erleiden. Und ich gehe fest davon aus, dass der Tod in der Realität von diesen beiden Künstlern auch Teil ist von ihrem Promotion-Konzept. Ihre gemeinsame und jetzt leider auch letzte Zusammenarbeit, die tönt ja im Nachhinein wie ein Requiem. Es tönt tatsächlich sehr makaber. Ich glaube aber, dass die ganze makabere Seite von diesen Herren auch so geplant war. Ich habe die erlebt als zwei junge St. Galler, die alles am Erfolg hinten anstellen und die so weit gehen, ihren eigenen Tod als Realität zu inszenieren, um eben die richtige Publicity zu haben. Ich habe das Gefühl, die beiden sind in Hawaii am Surfen und werden, wenn der Song erfolgreich wird, wie Faune aus der Asche wieder aufsteigen und sich zeigen. Und es wird sich entpuppen, dass das alles eine Farce war. Herr Meier, Sie haben zum ersten Mal miteinander geschafft. Wie hat sich das gestaltet? Es ist für mich als Videomacher seit 20 Jahren sehr interessant gewesen, zu sehen, dass heutzutage Video sich eigentlich nicht mehr unterscheidet, Musikvideo von Wäschmittel, Wäschpulver, Spots. Ist das positiv zu werden oder negativ? Das heisst einfach, dass es sehr, sehr professionell ist. Es ist mit einem riesigen Aufwand gemacht worden. Und heute unterliegen ja die Video, die das Produkt Musik verkaufen, genau der gleichen harte Bedingungen wie ein Zigaretten- oder Wäschmittelspot. Das hat entsprechend auch einen guten Freund von mir, der einer der besten Schweizer Werbefilmer ist, der Ernst Wirz, hat den Spot gemacht. Und die beiden jungen Künstler verstehen sich ganz klar als ein Produkt. Und es geht kompromisslos darum, das Produkt nach vorne zu bringen, eben bis zur Inszenierung vom eigenen Tod. Herr Meier, für mich jetzt als Frau, als ich das Video angeschaut habe, muss ich sagen, für mich geht es schon in die sexistische Ecke. Ganz klar, die Welt ist sexistisch, vor allem die Welt vom Rennfahren, die Welt vom Pop und vom Rock'n'Roll. Das ist ein ganz klares Abbild von dem Sexismus, wie er halt in der Realität herrscht. Es sind ein Haufen sehr knapp bekleidete Damen an dem Set gewesen. Und wie man so schön sagt, such is life. Ja, für mich heisst das nicht, dass das, was im Leben vorkommt, dass man das ja eins zu eins muss wiederholen. Ich glaube, dass die Künstler mit dem Sexismus auch ironisch spielen. Ich glaube, dass es eine Überzeichnung ist von dem Sexismus und dass es ein Stück weit den Sexismus auch bloßstellt, indem es ihn übertrieben darstellt. Und insofern, glaube ich, wirkt das Video durchaus aufklärerisch.